Tja, Flapper war es jedenfalls nicht. Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. Yay, wir haben es geschafft. Jetzt kann es nichts mehr aufhalten. Auf zum Colonel. Der wird bestimmt überglücklich sein. Und abwärts. Okay, wir haben es geschafft, großer Colonel. Wir haben die Ausrüstung. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie mal. Natürlich. Ich habe den Topf, Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Hm, wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Natürlich. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Pappalapap, der Helm muss reichen. Oh Mann. Ich habe einen Fallschirm. Na fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Ach, der hat allerbeste Qualität von Matze gemacht, also. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Damit ist meine Ausrüstung komplett. Yay! Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin? Keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse, gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Blockringarretierung. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, gradverzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockringarretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Ja, das ist aber doch mal ein interessantes Gespräch mit dem Opa. Also brauchen wir jetzt noch wieder was Neues. Entschuldigung, Colonel Opa? Genau, Colonel, komm mal her. Mit dieser interessanten Beinprothese. Zwergenstarkbier taugt als Ersatzstoff für Nitroglycerin? Naja, man muss es natürlich verdünnen und niedrig dosieren. Und die Zwerge trinken das? Und wo soll ich so ein Teufelszeug finden? Vermutlich kann mir da nur der Kellermeister weiterhelfen.
Da gibt es nur ein Problem. Nach einigen schweren Unfällen ist das Lagern und Brauen von Zwergenstark dir strengstens verboten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na gut, ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, ja, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Wie viele Klischees wollen die hier noch einbauen, der Mann? Ja, naja. Der mechanische Flugfisch muss jetzt dran glauben. Er sitzt fest, armes Ding. Ja, es muss sein. Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Und? Haha. Na also, ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, gerad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Vielleicht war das Zahnrad gar nicht so wichtig. Flieg! Ich glaube, es war doch wichtig. Oder es war doch wichtig. Aber, mein lieber Scholli, wie war das nochmal? Auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Aber so genau kenne ich mich damit nicht aus. Boah. Also das mal dreimal hintereinander zu sagen, das ist doch unglaublich. Entschuldigung, Colonel Opa? Hier haben wir das Zahnrad. Den Anfang davon habe ich schon wieder vergessen. Hier ist das Zahnrad, Opa. Ich musste dafür meinen Flugfisch kaputt machen. Der Krieg fordert immer Opfer. Dein Flugfisch war ein Held. Einer der Besten. Wir werden ihn in Ehren halten. Ja, ausgezeichnet. Damit fehlt nur noch das Zwergenstarktier. Weitermachen! Das dürfte ja auch schnell zu beschaffen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er doch in dem Bart gelesen, dass er auf Zwergenstarktier steht. Also müsste er doch eigentlich heimlich irgendwas haben. Denke ich doch zumindest. Ja, mach mal was hin, Wilbur. Und schön in die schöne Wärme. Oh. Okay, Kellermeister. Wir brauchen Zwergenstarkbier. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Als der Roboter auf sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn besiegen können. Jo, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik, Geist gegen Materie. Geil. Geist? Wie haben sie ihn zerstört? Ich habe so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja nicht gemerkt. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tasten im Schrank hat? Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher, sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Genau. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren.
Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Ach, wie schade. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen, nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darben, schwelken und abdarben, schroten, passt ja auf, dass die Spelzen halt bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen. Natürlich im Dekutionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen? Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Träberkuchen laufen lassen? Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen? Und den Hopfen hinzugeben? Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen? Und den Heißtrub entfernen? Hefe anstellen und gären lassen? Dann alles durch den Kieselgurfilter. Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Oh Gott. Stopp! Was denn? Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Hm? Wie du meinst. Das soll ja Jahrzehnte dauern. Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon. Tu ich aber nicht. Ist verboten. Ach, bitte. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter. Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann zwei Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen? Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Alles klar. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Suppi. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo. Jojojo. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Na dann, guck rein. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Ach, bestimmt nicht. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Oh je. Oh na gut, damit können wir auch bestimmt was anfangen. Denn wir haben hier doch einen Blumentopf. Also gut, ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Ja und jetzt, Mutters Lieblingsrezept der Superdünger. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oh. Wow. Scheint ein guter Dünger zu sein. Ja. Na, wow. Eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Her damit. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Hoffen wir mal.
Hier, hast du den Hopfen. Ich habe hier Hopfen fürs Startbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten, Stibitz. Nee. Nein. Oder nur indirekt. Eine davon war aus dem Lager. Nee. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Wie war das mit den Zutaten fürs Zwergenstartbier? Was soll ich besorgen? Ich brauche kristallklares Wasser. Yep. Nur das beste Wasser kommt in Frage. Ja, ja. Außerdem brauche ich Hopfendolden. Eine gute Handvoll. Und ich brauche Gerste zum Malzen. Gerste? Auch eine Handvoll. Ja, zwei für dich. Alles klar. Okay, also fehlt noch die Gerste. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo! Jojojo! Fragt sich jetzt nur noch, wo die Gerste herkriegen. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Okay, hier in der Küche ist gar nichts mehr. Also nehme ich mal an, oder? Mal schauen. Ist vielleicht im Stuhl was? Das ist der Lieblingsplatz des Kellermeisters. Dort ruht er sich abends gern aus. Okay, da ist jetzt auch nichts mehr. Vielleicht noch im Rad. Mehr ist da nicht drin. Okay, da ist auch nichts mehr. Das ist ja das Schöne, mit der Zeit kann man hier alles absuchen. Ah, wenn wir schon mal hier sind, waren wir auch noch die Statuen. Vermutlich zeigt die Statue einen berühmten Zwergenführer. Aber mit der Geschichte des kleinen Volks kenne ich mich nicht aus. Ja, zumindest mit den Zwergen nicht, ne? Die Statue ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Sie sieht aber schon deutlich besser als die andere aus. Nett. Die Bastion sieht so schon beeindruckend aus. Dabei wurden viele der Hallen und Gänge nie fertiggestellt. Ursprünglich sollten einige hundert Zwerge hier leben und das Bergreich nach Norden verteidigen. Jetzt gibt es hier nur noch den Keller.